Tja, Freunde, hallo und willkommen zurück zu Watch Dogs 2. Wie ihr seht, wie Sie sehen, sehen Sie, dass ich hier schon aufgeräumt habe. Ja, wir sollten die Maske hier oben steht's. Meine Güte, was ist jetzt wieder los? Ja, das war wahrscheinlich der verrückte Part mit dem FBI-Gebäude, der nimmt mich immer noch ein bisschen mit. Aber ich hab's geschafft. Ja, wer das chaotische Ding bis zu Ende geguckt hat, der hat Durchhaltevermögen. Ja, dringe in das FBI-Versteck ein. Ja, Wrench Maske zurückholen, FBI-Daten herunterladen. So. Und ich habe hier so ziemlich meine Ruhe. Und ich wollte eigentlich noch was anderes tun, noch was anderes holen. Solange ich die Ruhe hier habe. Ja, das ist der letzte, den letzten Beamten, der hier rumher stand, den habe ich hier vorhin erledigt. Na, mach schon hoch. Ich glaube, das hat was. Ja, da bin ich. Na gut, ich hätte ja können auch so ins Gebäude kommen. Das ist natürlich auch eine Lösung. Aber hier ist noch ein Geldpaket zu finden. Das will ich noch mitnehmen. Wo liegt's denn? Ja, natürlich ganz hinten, ist klar. Ja, wenn ich einmal hier bin, nehme ich alles mit. Ich hoffe, ich springe hier in nichts rein. Nein, ich mache das selbst. Ich gehe selbst hier unten rein. Zack, und ja. Oh, ich möchte einmal so springen können. Ich glaube, das kriege ich nicht hin. Da knacken die Knochen. Ich hoffe nicht, dass ich in eine Alarmanlage hier rein gerate. Weil hier ist immer noch irgendwie alles so ein bisschen geschützt gewesen. Ah, ihr seht schon hier. Ich hab die Maske. Pass gut auf das Ding auf. Ja, sei doch mal ruhig. Na, ah, was ist denn jetzt schon wieder? Jetzt mal. Oh, alter Schwede, ey. Könnt's auch nicht lassen, das alles noch ein bisschen zu verschlüsseln, ja? Na, hier hinten ist es. Aber trotz allem darf ich hier nirgends durchfahren. Und wie man sieht, ist das eine alte Bahnstation. Ja, ein alter Bahnhof scheint das zu sein, der nicht mehr genutzt wird. Außer für solchen Blödsinn vom FBI. So. Natürlich, ja. Da schicken wir noch Leute rein. Wenn jetzt noch jemand kommt von draußen, das wäre natürlich Pech. Ich glaube es zwar nicht, nachdem ich ja aufgeräumt habe. Oh, es hat geknallt. Es hat geknallt. Was ist hier passiert? Ich schicke euch jetzt ihr Zeug. Oh Mann, wir sind nicht allein. Die sammeln Daten über alle Hacker-Gangs. Das ist ihr Plan. Ja, nichts wie raus. Nichts wie raus jetzt. Ja, wir hatten kurz eine Rückkopplung. Ich hoffe, man hat das nicht so extrem gehört. Na komm, es sind ja nur noch ein paar Meter. Jeder Zaun, jedes Hindernis ist ein nerviges Hindernis. Ja, das war diesmal nicht so stressig. Ja, wie schon gesagt, ich habe vorher aufgeräumt. Wrench, bleib da. Ich bring dir dein Zeug zurück. Jetzt geht's ins nächste Versteck. Ja, reisen darf ich nicht zwischen den Missionen. Ja, okay. Ja, aber zumindest kann ich mir den Punkt zeigen, wo ich lang muss.
Oh, natürlich, wenn offen ist, mache ich zu, das ist klar. Logisch. So. Wir haben hier auch ein Treppenhaus. Das nehme ich jetzt mal. Ist das ein Treppenhaus? Ja. Ich bin richtig. Hast du Geld? Nein. Oh, hier gibt's was zu holen. Ich weiß, fies. Ja, wenn das wirklich gänge, würde das jeder machen, glaube ich. Gehe ich mal davon aus. Ah, die wollte ich streicheln, Mann. Tut mir leid, dass du da durch musstest, Mann. Dieser ganze Scheiß, den Dushan erzählt hat. Ich würde dich nie verraten. Er will uns bloß auseinanderbringen. Das werde ich nicht zulassen. Hör zu, er hat das FBI auf der Kurzwahltaste und wird uns echt zusetzen, also brauche ich euch alle. Wir schaffen das nur alle zusammen. Das sind wir. Danke, Marcus. Das FBI hat Hacker gezwungen, sie mit Hacking-Software für ihre eigenen Zwecke zu versorgen. Mit dieser Software umgeht das FBI das Rechtssystem und erhält ohne Aufsicht oder Kontrolle Zugang zu euren privaten Daten. Das FBI hat ein DedSec-Mitglied rechtswidrig festgehalten, um uns zu zwingen, auch für sie zu arbeiten. An das FBI. Dies ist kein Polizeistaat. Ihr seid keine Geheimpolizei. Und unsere Verfassung existiert nicht nur zum Spaß. Wir haben euren Plan, Hacker zu erpressen, entlarvt. DedSec beobachtet euch weiterhin. Zum Wohle jedes einzelnen, freien Bürgers. DedSec hat euch die Wahrheit gesagt. Tut, was ihr wollt. Okay. Ja, Mission abgeschlossen. Ja. Ah, ja. Follower sind richtig und wichtig. Und ein T-Shirt habe ich bekommen. Wahnsinn. Die kann ich nie alle anziehen. So viel Klamotten, wie ich hier kaufen kann und machen. Okay, was haben wir denn dazu gekriegt? 4 Punkte. Ja, was nützt uns am meisten? Verkehrskontrolle. Ich glaube, da kommt jetzt erstmal massiver Systemabsturz. Was käme danach? Systemupgrade. Blackout. Kompletter Blackout. Das klingt auch super. Ja, hier war ich gerade. Ja. Was fehlt mir hier noch? Senkt die Botnet-Ressourcen Kosten, wenn du einzelne Personen hackst. Ja. Eigentlich, wir brauchen ja alles. Ja, ja, okay, alles brauchen ist nicht, ist vielleicht weit ausgeholt. Weniger Abklingzeit, Jumper des Quadcopters, ja, ich glaube, das nehme ich. Ich nehme das und sonst gibt es jetzt erstmal nichts mehr. So, jetzt möchte ich nochmal schauen, ist die Mission wirklich abgeschlossen? Dann wäre das ein ziemlich kurzer Part. Weil es sind auch noch ein paar Hauptmission, Auge um Auge. Hauptmission Blumen.
Blum erledigen. DLC, ja, den DLC haben wir auch noch. DLC, Hauptmission. Ja, das mit dem Hacken ist ja noch nicht vorbei. Ja. Würde ich mal meinen. Ist das hier vorne gleich? Nein, das wollte ich jetzt nicht. Das ist ein paar Straßen weiter, ist das. Oh, echt jetzt, sag mal, muss ich jetzt wirklich... Oh nein, das ist ja Hauptmission. Auge um Auge, ja, das ist eine ganz andere Hauptmission. Ich will da das mit dem Hacker-Wahnsinn. Also mit dem... Hauptmission Hackerkrieg. Das will ich ja beenden. Hier war doch gerade eine Schnellreise. Boah, hier ist so viel. Ja, wie schon gesagt, er ist viel. Es sind viele Missionen und ich kann ja wirklich auch mal fahren, ja. Das ist super. Wir haben gerade einen Keil zwischen Blum und das FBI getrieben. Das FBI muss das Volk im Glauben lassen, dass es für seine Interessen arbeitet. Wenn die zu eng mit Dushan verbandelt sind, trifft jeder Treffer gegen ihn auch sie. Und sie wissen, dass wir ihn weiter angreifen. Meinst du, das FBI hält sich jetzt zurück? Vorerst. Davon gehe ich aus. Angeblich stehen neue Mieter nur so Schlange. Und das Gesetz ist offen. Sicher, dass du damit weitermachen willst? Ich hasse euch, Fixer. Und weißt du warum? Die Propagandavideos, die Graffitis, der ganze Anti-Irgendwas-Gutmenschen-Bullshit. Ihr Arschlöcher nehmt euch verdammt nochmal viel zu ernst. Oh, du greifst uns an, aber du kapierst es nicht. Wir stecken da gemeinsam drin. Wir können das... Hey! Was für einen dämlichen Noob glaubst du vor dir zu haben? Und wie komplett bescheuert musst du sein, dich erwischen zu lassen. Ich dachte, es wäre ein Versuch wert. Okay, fuck. Mal sehen, wie weit ihr mit toten Servern kommt, Loser. Das war ziemlich dumm, ja. Das war ziemlich dumm, sie hat sich trotzdem verraten. Wir haben einen Ping vom Primate-Bunker. Und Lenny ahnt von nichts. Kann sein. Na los, ihr traut hier viel zu viel zu. Moment, Ole. Ach, das ist ja wieder eine Reise. Und zwischendurch gibt es auch noch das, ein Forschungspunkt. Ist das schön. Wo ich ja so gerne Auto fahre in den Watch Dogs Spielen. Ihr seht warum. Und schon werde ich gesucht. Hat aber hoffentlich auch nicht so viel zu sagen. French, wichtige Frage. Aliens versus Predator. Die Frage ergibt keinen Sinn. Ich meine, Aliens nutzen Predator nur als externe Wirtskörper, um ihre Spezies zu erhalten. Und die Predator, die kommen von einer Welt, auf der man jagt oder stirbt. Sie brauchen Xenomorphe, um zu Elitekriegern zu werden. Es ist ein scheiß Ökosystem, das keinen wahren Gewinner hat.
Okay, ignorieren wir mal die Wissenschaft. Rein hypothetisch, 1-1. Wer gewinnt? Meinst du bei Ridley Scott oder Cameron? Mir gefällt das Sequel besser. Nehmen wir das. Marcus, kühne Behauptung. Darüber müssen wir später nochmal reden. Aber gegen ein Cameron-Alien. Die sind aggressiver, also gewinnt der Predator ganz leicht. Technologisch gesehen ist er weit überlegen, also kann er sich verteidigen, wenn der Xeno ihn angreift. Doch das ist wie die Frage, wer gewinnt, ein Mensch oder ein Zombie? Aliens jagen in Rudel. Okay, okay. Wie viele Aliens wären ein fairer Kampf gegen einen Predator? 3. Ein Predator-Speermeister kann mit einem Yautja-Kombi-Stick 2 in Schach halten, aber ein dritter Xeno kommt bestimmt näher heran. Selbst wenn er ihn tötet, die Blutspritzer werden ihn völlig verätzen. Schwer zu sagen, man müsste die Statistiken in einen Wahrscheinlichkeitsalgorithmus packen. Gegen Judge Dredd haben beide gekämpft, was ziemlich abgefahren ist. Aliens gegen Batman. Der Predator auch. Vergiss bloß nicht Superman und Batman gegen Aliens und Predator. Er hat gewonnen. Ich weiß nicht mehr. Egal. Weißt du was? Ich gebe dem Predator den Gesamtsieg. Ja? Klär mich auf. Der Predator hat Archie erledigt. Shit, du hast recht. Archie ist so ziemlich die Spitze der Nahrungskette. Glaubst du, Predator ist mehr so der Betty oder der Veronica-Typ? Weder noch. Ich würde sagen Sabrina. Das ist ein gutes Argument. Ist gekauft. Predator ist an der Spitze. Was ist der Plan? Reingehen, Schlüssel holen, Kiki befreien. Können wir den Bunker haben? Können wir? Du musst diesmal beim Aufräumen helfen. Ach, immer lässt sie mich aufräumen. Fangen wir mit Reinkommen an. Ja, fangen wir erstmal mit Ankommen an. Finde ich schön, diese kleinen Diskussionen zwischendurch, ja. Nur reichen die nicht aus, bis ich ankomme. Ich fahre schon so schnell ich kann, ja. Ich bremse eigentlich so ziemlich fast nie. Man sollte vom Gas gehen, das reicht zu, also. Okay, Leute, was ist der Plan? Oh, die Haube. Lenny hat die Tür extrem sicher verschlossen. Und Plan B? Ich hab da was. Ein alter Entlüftungsschacht. Wahrscheinlich zugewachsen, also... Den finde ich. Sind hier Leute da überhaupt? Natürlich. Ubiza, begib dich vor Ort und kümmere dich um das Problem. So, Entlüftungsschacht, der ist hier hinten. Ich komme hier auch so rein, ohne dass ich irgendjemand begegnet, der mir jetzt schon wieder auf den Geist geht. Nein, das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich. Weil ich will ja von Weitem agieren, ja? Ich will ja das von Weitem beobachten, was hier so abgeht. Ich könnte meine Drohne steigen lassen, aber... Da werde ich immer erwischt. Obwohl, ist egal. Ja. Hier ist der Schacht. Sind die hier unten beschäftigt und ich kann in den Schacht rein? Genauso habe ich mir das gedacht. Wir wollen uns ja nicht extrem aufhalten. Ich bin drin. Stinkt nach Bier und Schweißfüßen. Such nur schnell den Dechiffrierschlüssel. Los! Finger weg von meinem Shit. Oh, hey, Lenny. Ich bin in deinem Haus. Zerlege deinen Shit.
das Lenny? Sie hat ihr alles vermint. Was? Was sehen wir da? Zwei, nein, drei. Sieht aus wie... Shit. Vielleicht vier. Offenbar nicht verbunden. Die Reihenfolge ist dann wohl egal. Wie viele Knoten? Such einen anderen Weg raus. Leute, Leute! Ich muss mich konzentrieren. Boah, ey, echt.
Loser. Loser. Ist doch so schön. Ich kann, gemütlich geht hier überhaupt nicht. Ja. Das Ganze umgedreht. Also, ich habe es jetzt von gemütlich versucht. Ich bin drin. Stinkt nach Bier und Schweißfüßen. Such nur schnell den Dechiffrierschlüssel. Los! Finger weg von meinem Shit. Oh, hey, Lenny. Ich bin in deinem Haus. Zerlege deinen Shit. Quatschen. Ist das Lenny? Sie hat ihr alles vermint. Was? Was sehen wir da? Zwei, nein, drei. Sieht aus wie Shit. Vielleicht vier. Offenbar nicht verbunden. Die Reihenfolge ist dann wohl egal. Wie viele Knoten? Such einen anderen Weg raus. Leute, Leute! Ich muss mich konzentrieren. Ja, und zwar muss ich mich schnell konzentrieren. Das hat ja vorher nicht so gut geklappt. Auf mit dem Drehen, ey. Du gehst mir echt auf die Socken. Ah, hier kommt nichts rein. Okay. Warum kommt hier nichts rein? Geht das von hier? Was runter? Ja. Das doch nicht. Kommt wieder von hier nichts. Von hier auch nicht. Natürlich, das sind Dinge, die übersieht man halt. Das ist auch wieder komisch verdreht. Natürlich. Dann kommt von hier nichts. Ich schaff's wieder nicht. Das ist wieso? Ich bin da nicht gut drin. Oh ja, ist ja gut, ey. Das geht mir so auf den Pisser, ey. Mein Gott, ich mach das noch ein einziges Mal. Dann könnt ihr nicht mal. Kann mich das Spiel mal. Warum kommt hier nichts rein von den Seiten? Kein Wunder, dass nichts reinkommt.
bin viel zu langsam. Ich guck schon wieder. Das hier funktioniert nicht, das funktioniert. Soll denn das immer wieder, dass das alles so komisch ist? Oh, nicht nochmal, die letzten Sekunden, umdrehen. Das war's wieder. Tut mir leid, Leute, ich schaff das jetzt nicht. Ich schaff das jetzt nicht, ich muss jetzt aufhören. Es ist mir zu dumm jetzt gerade. Sorry, Leute, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich bin jetzt raus, ich hab die voll und jetzt, tut mir leid. Tut mir echt leid, ich beende jetzt die Aufnahme. Bis zum nächsten Mal. Ist gerade ziemlich nervig, ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich bin weg. Tschüss. Bis dann. Ihr wisst Bescheid. Das ist genau die Scheiße, auf die ich Bock hab. Oh nein, Leute. Ich gebe hier nicht auf. Ich gebe nicht auf. Ich werde das jetzt nochmal machen. Ich mache das so lange und werde euch am Ende das dazu schneiden, was ich geschafft habe. Und ich bin niemand, der aufgibt. Und das will ich euch hier auch mal beweisen, ja. Dieser Scheiß-Dentek-Mikropenis-Fickwichser. Ah, okay. So, jetzt nochmal. Nochmal, wenn es 10-mal ist. Finger weg von meinem Shit. Oh, hey, Lenny. Ich bin in deinem Haus. Zerlege deinen Shit. Hat ihr alles vermint. Was? Was sehen wir da? 2, nein, 3. Sieht aus wie Shit. Vielleicht 4. Offenbar nicht verbunden. Die Reihenfolge ist dann wohl egal. Wie viele Knoten? Such einen anderen Weg raus. Leute, ich muss mich konzentrieren. Thank you.
Boah. Oh Mann, du beschissenes, schleimiges Donut-Arschloch. Seht euch das an. Ich glaube, ich habe die Bomben entschärft. Es ist noch nicht vorbei. Doch, ist es. Ich hab's geschafft, Leute. Ich hab's geschafft. Ich krieg die Tür nicht zu. Ich hab's echt geschafft. Und das beim ersten Versuch. Nicht explodiert. Erzählt mir was. Hey Marcus, Trautesheim Hackerspace. Endlich sind wir diesen Primate-Gestank los. Seid ihr fertig? Yep. Wrench hat mit Bombenentferner rumgesprüht und dann swoosh, überzeug dich selbst. Das kann doch wohl nicht sein, ey. Ich hab da so rumgeflucht und... Komme ich denn jetzt hier hoch? Oh, ey, komm, nächste Frage. Ach, das ist so komisch. Ja. Geschafft ist geschafft, ja. Ich bin nicht gut im Rückwärtsfahren. Dreh dich doch mal so rum, ey. Das kann doch wohl nicht sein. Wie du, so doof kann keiner sein. Ja, ich will noch was holen, bevor ich mich verabschiede. Tja, Freunde, Hackerspace. Das ist so mein Hackerspace jetzt. Alter. Ach hier, das ist gleich zugewachsen. Wie komme ich denn so rein in den Hackerspace? Ah, natürlich, auf die normale Art und Weise. Ah, nein, keine Explosion. Ah, okay. Okay, lass mich mal noch erforschen, ehe ich jetzt hier rausgehe. Er wollte auch noch was sehen, ne? Hier ist ja niemand mehr da. Ja, das scheint der neue Hackerspace zu sein. Ah, bin ich gespannt. Ja. Bin ich jetzt mal gespannt, wirklich wahr. Ich kann mich daran nicht erinnern. Das ist schön. Aber wenn du eine ordentliche Leitung haben willst, dann musst du natürlich auch... ja, weil das ja Beton ist. Eine Leitung durch das Fre-
Fräsen. So, lass mal reden. Wir reden nochmal mit den Kollegen. Hey. Oh, wer ist das überhaupt? Irgend so ein reiches College-Kid will mir Angst machen? Gut, dann räume ich mal sein Konto leer. Ja, Mann. Ich habe einen Typ mit sowas wie einem gepanzerten Hochsicherheitskoffer gesehen. Der Kerl sah aus wie von der Mafia. Ich dachte, Kopfgeld gibt's nur im Kino. Aber das gibt's echt. Man kriegt eine Belohnung, wenn man Verbrecher fängt. Tja, das ist ein seltsamer Hackerspace. Das sind Leute, die ich nicht kenne. Ja, da hätte man können das Spiel auch noch mehr ausbauen, ja. Mit einer gleichen Gruppierung und so und alles. Ach Gott, da hätte ich Ideen gehabt. Tja, Leute, das waren jetzt nochmal 10 Minuten circa zusätzlich und ich habe es tatsächlich beim ersten Anlauf geschafft. Dieses Rumgestresse und alles, das. Ich konnte mich vage an diese Mission noch erinnern und ja, das. Wir haben das Nervige geschafft, also ich habe es geschafft und da würde ich sagen, jetzt verabschiede ich mich wirklich. Ja, und bin dann erstmal jetzt wirklich weg und wie immer vielen Dank, wenn ihr bis hierher dabei wart, fürs Zusehen diesmal. Bis zur nächsten Mission hier bei Watch Dogs 2. Tschüss!